stecke in der schwärzesten Mine von Koros und mit Kohle verschmiertem Gesicht in dieser schwarzen Kohlenmine trete ich Ferrell gegenüber und frage ihn. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen allerseits. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu, ihr wisst schon, wir machen weiter. Ferrell haben wir ja gefunden. Hallo, mein Name ist Roland und ich bin... Ich sehe schon, ein Soldat des Königs. Hallo, ich bin Ferrell. Ich bin der Sohn des Händlers Martis. Bist du wegen der Orks hier? Nicht ganz. Aber kannst du mir zunächst sagen, was du hier in dieser Mine machst? Klar kann ich das. Die Orks haben unser Dorf überfallen. Und als wir flohen, verfolgten sie uns. Wir wollten uns sogleich in der alten Burgruine verbergen. War mal früher ein alter Milizbossen oder sowas gewesen. Doch, Elena, ein Mädchen aus unserem Dorf wäre fast von den Orks erwischt worden, wenn ich die nicht auf mich gelenkt hätte. So bin ich in die Mine gelaufen. Die Orks folgten mir zwar zunächst, auch hier, aber durch den Lärm wurden eine Menge Minecrawler angelockt. Da haben sich die Orks zurückgezogen. Doch ich musste hier bleiben, da mir die Crawler den Rückweg versperrten. Jetzt bin ich schon fast eine ganze Woche her. Glücklicherweise aber fand ich noch einiges an Lebensmitteln. Tom und Harald haben sie hier unten liegen lassen. Die beiden holen nämlich regelmäßig Erz aus dem Stollen, musst du wissen. Doch wenn nicht bald einer gekommen wäre, puh, will ich gar nicht dran denken. Tja, dann hättest du dich von Kohlestaub ernähren müssen. Dann gucken wir doch mal. Ach, wir können ihn mal ein Kinderspiel unterbringen, indem wir versuchen, ihn zu bestehlen. Ups. Wegen den Crawlern. Ja, was willst du wissen? Du sagtest doch, dass Tom und Harald sich hier ständig Erz holten. Waren denn die Crawler früher nicht hier? Nun, bevor wir diese Kohlemine für uns nutzten, war der Berg voll von ihnen. Dann aber kam ein Fremder namens Garrick. Der war übrigens schwer in Ordnung, da er mir damals schon geholfen hat. Du musst nämlich wissen. Aber wahrscheinlich interessiert dich das gar nicht so sehr. Stimmt. Erzähl mir lieber weiter von den Crawlern. Nun, Garrick haben wir es zu verdanken, dass wir die Kohlemine wieder nutzen können. Dabei hätte er auch alle Minecrawler beseitigen können. Während wir die Mine nutzten, haben wir keinen einzigen mehr zu Sicht bekommen. Allerdings gab es kurz vor der Invasion der Orks ein starkes Erdbeben auf Koros. Und nach dem Beben war keiner mehr von uns in der Mine. Verstehe. Durch das Erdbeben wurde wahrscheinlich irgendeine Verbindung zwischen der Mine und einem anderen Teil des Berges geschaffen. Und durch diese Verbindung sind die Crawler wieder in die Mine gelangt. Ja, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ich werde dich aus dieser Mine befreien. Das wäre toll. Doch bevor du das tust, solltest du nochmal den Weg bis zum Eingang sichern. Du hast auf dem Weg zu mir viele Crawler platt gemacht. Ich denke, dass das die übrigen jetzt auch angelockt hat. Gegen diese Viecher habe ich keine Chance. Deshalb machst du das am besten alleine. Na toll. Oh weia, oh weia, oh weia. Ich hole dich hier raus. Danke, das werde ich dir nie vergessen. So, mal gucken, ob jetzt irgendwelche... Nee, hier ist noch nichts gespawnt, ein Glück. Ach ja. Yeah. Dann gucken wir mal, wie wir das weitermachen. Ferrell ist ja nochmal erweitert worden in der Quest. Ja, wir müssen ihn rausholen. Ja, eine schöne Geschichte. Hier ist ja Dead End. Können wir hier noch was holen? Moment. Nicht zu plündern. Nein. Ja, ich kann mich erinnern. Die Spalte kenne ich. Oh, er folgt mir. Mhm. Schön. Das heißt also, auf dem Rückweg müssen wir dann auch wieder lustigst die Minecrawler eliminieren. So, mal gucken. Kommst du? Ja, er kommt. Burrell. Kann man ihm sagen, hier, warte hier. Heiltrank geben, okay. Oh, oh. Kann ich nur hoffen, dass er nicht aktiv mitmacht. Ja, da sind sie ja schon. Oh, wei, oh, wei. Ferrell, bleib zurück. Wird aggressiv hier. Oh, er schlägt sogar mit. Okay, er ist unangetastet. Oh, oh, oh. Da ist es ganz gut, dass er auch so ein bisschen ablenkt, der Ferrell. Ja, so muss man es den Biestern geben. Genau, weil so muss man es ihnen geben.
Nicht den verrellten Natsnir. Ha. Und du? Okay. Aufregend. Und der nächste grollende Miner. Oh, nicht so nah, nicht so nah. Okay. Grell, wie geht's dir? Oh ja, ein bisschen angeschlagen ist er, aber nicht so schwer wie ich. Ach ja. So, er macht ja wieder den Minecrawler-Tanz da hinten. Ferrell, jetzt hau das Teil nicht so in die Menge rein. Mann. Der läuft nach vorne. Wieder eins dieser Biester. Oh, nee. Bist du doof. Jetzt haben wir gleich... Was ist denn jetzt passiert? Der ist so dull, ey. Läuft da volle Kalotte rein. Hm. Ja. Jetzt geht er auf meinen Forell los. Ah! Jetzt hab ich den Forell erwischt. Tut mir leid, Junge. Achso, er macht schon selber seinen heilenden Trank. Da ist nichts zu holen. Okay. Weiter geht's. Okay, angelockt. Forell bleibt da. Das ist gut. Ja, den sollte ich noch so als Ablenkungsmann... Nicht auf den Forell hauen, Roland! Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist nicht zu holen. Jungchen, 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 Jungchen. So, oh, du hast noch, okay. Mino, Mino, Mino. Und ihr? Jetzt. Aggressionsskript an. Laufen an. Ah, Mist. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Boah, da hau ich mich hier auch noch. Oh, Forell geht kaputt. Trink was, danke dir. Okay. Habe ich hier eigentlich schon... Da ist nicht zu holen. Alles genommen. Bei diesem Haufen Zeug hier, da kann man nicht wissen, was hier los ist. Ach, ist mir auch egal. Ein paar Klauen weniger ist doch nicht schlimm. Na, jetzt haut der wieder da ab. Oh. Okay. Forell, komm. Lauf da nicht in dein Verderben rein. Oh, ich glaube, der hat keine Heiltränke mehr. Hier, nimm den Heiltrank. So, dann sind wir jetzt mal ein bisschen gütig zu ihm. Nee, sind das jetzt nicht so viele da. Da sind noch zwei. Nicht zu holen. Ja, nicht zu holen. Ah, komm, 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 komm. Der eine läuft rum, der andere steht da blöd. Führt wieder seinen Tanz auf. Okay. Nicht anders als man die ganze Zeit. Oh, jetzt bin ich aber echt übelst beschädigt. Okay, da kann ich ja was trinken, selber was trinken. Ah ja, Forell los. Du bist ja noch gut. Bei bester Gesundheit. Na, wie haben wir das gelöst, Forell? Ich finde, das haben wir gut gelöst bis jetzt. Oh, ich höre Gobos. Kommt das hin? Ja, kommt hin. Ich höre Gobos. Na, perfekt. So habe ich mir das gewünscht. Schauen wir mal, ob sich hier noch was tut. Ja, hier ist was drin. Zwei Stück. Oh, war ja Forell. Geh du mal vor.
Jawohl, ging ja easy. Ich wusste, dass hier noch war, wo die Wasserrohre lagen. Dass hier noch was zu tun ist. So einfach. Da ist nicht zu holen. Ist das ja nicht. Okay, Pharrell, raus hier. Und bleibe ich hier hängen. Perfektor. Hier was gebildet? Nein. Hey, du bist ja noch da. Schon wieder eins dieser Biester. Ja, renn mal vor, du Spacken. Sorry. Aber irgendwie. Läuft. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit es noch zum Ausgang ist. Ja, so muss man es den Biestern geben. Das kann sein, dass wir nämlich schon gleich am Ausgang sind. Nein, noch nicht ganz. Hier gibt es noch ein bisschen was zu tun, Pharrell. Oh, ja, ja. Die Minis, die Crawlies. Okay. Ja, mühsam ernährt sich der Minecrawler nicht mehr. Ist jetzt gut. Das gibt ja viel Lebenspunkte, Erfahrungspunkte überhaupt. Eventuell könnte man mal gucken, wie viel ich habe. Gucken wir mal. Oh, 10. Immer nur noch 10. Ja, super. Wieder oh, der hat mich aber jetzt echt, dir, du Mistvieh. Echt genatzt. Tja, das heißt, wir müssen mal ein bisschen was essen. Aus abwechslungsreichen Gründen werde ich mal mich ein bisschen von Fleisch ernähren. Ich weiß, der Heiltrank wäre vegetarischer. Oh, Mann, habe ich eigentlich schon abgespeichert? Nein. Bist du noch da? Jetzt ist er weg. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ah, er ist noch da. Gut. Und wo bist du denn? Hab dich gehört, aber... Ja, danke dir. Ach, ja. Pharrell ist wieder da. Ja. Und ich höre wieder was. Pharrell? Was machst du denn? Wo bist du denn? Oh, nee, ne? Schaut mal, da unten latscht er rum. Oh. Ich glaube, ich muss ihn wieder hochlocken. Mann, oh Mann, oh Mann. Und das werde ich mal kürzen. So, ich habe doch noch mal eingeladen. Noch mal neu. So. Pharrell, bleib da. Bleib da, komm her. Na? Jetzt? Puh, wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Das war die Hölle. Danke noch mal. Gern geschehen. Dann mach, dass du zu deinen Eltern kommst. Da die Orks noch im Dorf sind, sind deine Eltern immer noch bei der alten Burgruine. Alles klar, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ach so, deswegen. Hätte noch was eingeblendet werden müssen, aber das hat sich ja jetzt auch irgendwie erledigt. Er ist jetzt wieder auf sich selbst gestellt. Das ist gut. Macht er denn mit? Ja, er macht mit. Schön. So, was gibt's hier noch? Wollen wir mal gucken, was hier noch... Warte! Wie, warte? Was ist denn los? Was hast du denn entdeckt? Eine Spitzhacke, ach so. Kann ich gut gebrauchen. Mal gucken, sagt er das nochmal? Ich wusste es. Da hinten sind nämlich noch mehr.
Meine Crawlies. Ein Schlag und hin ist er. Oh, war ja. Zwei. Und? Ja, alles gut. Ich dachte schon. Mein Gott, mach doch mal hier die Biege. Mit diesem engen Verlies kann man hier nichts machen. Ja, erst nochmal die ganzen Ecken ausbaldowern, das ist wichtig. Und habe ich das hier eigentlich schon gehackt? Nö, habe ich doch schon gehackt. Nö. Auch gut. Ja, dann können wir jetzt wieder die Strickleiter hochgehen. Und zum alten Milizposten hingehen. Und schauen, ob der Pharrell da noch Spalier steht. Nein, steht er nicht. Ich hoffe, dass er dann... Oh, da oben direkt einer über mir. Na super, klasse. Ach, hier ist ein Spitzklumpen. Ein Spitzklumpen. Kohleklumpen. Okay, gibt's eh nichts. Ja, was machen wir denn jetzt? Speichern. Und dann werden wir doch mal versuchen. Da oben. Ich hab da keinen Bock, dass er da mich beim Hochklettern schon natzt. Ach, das ist ja toll. Meine Pfeile prallen ab. Da muss ich mal ein bisschen hier aus der Ego-Perspektive gehen. Ach, guck mal, wie die Pfeile hier runterregnen. Jawohl. Ah, das kann klappen. Sein, das Ding fällt runter, da muss ich natürlich ganz schnell die Waffe ziehen. Ey, du, hallo? Schwebender Minecrawler. Okay, gleich ist er hin. Und noch ein paar Schüsschen. Dann ist auch das erledigt. Ne. Wunderbar. Er fällt nicht runter. Das ist ja hoch. Hammer. Nein, nicht den Kohleklumpen. Die Leiter sollst du bitte nehmen. Ach ja. Ja. Da möchte ich mal wissen, wie Pharrell hier rausgekommen ist. So, das ist die Winde. Die wird wahrscheinlich überhaupt keine Funktion haben. Das wird mir bestimmt jemand bestätigen, von wegen Wasserrohre und so. Na, dann gehen wir zum Wachposten hin, ne? Wo war der gleich nochmal? Ja, nachdem ich noch ein bisschen hier im Jägerlager mein Holz verarbeitet habe, frage ich mal nach, den Henry zum Beispiel, ob er ein bisschen Geld für mich hat. Ey, hat er sogar. Klasse. Supi. Kann ja den Dandolo mal wiederholen. Loga, was hast du noch? Zeig mal, wie man besser mit dem hilft, mir geschickter zu werden. Ja, wie sieht es denn eigentlich mit unseren Skills aus? So, Stärke 70, Geschick 70, wow. Das ist schön. Ich habe 10 Lernpunkte, wie teuer ist er denn? Besser mit dem Bogen, geschickter. Ich glaube, ich sollte... Hilf mir, geschickter zu werden. Geschicklichkeit, achso, das ist das. Was gibt's denn noch? Bogen? Zeig mir, wie ich besser mit dem Bogen umgehen kann. Bogen, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was machen soll. Das wäre gewagt, seinen Kohlebeutel zu stehlen. Kohlebeutel, ich glaube. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich werde ihn doch mal versuchen zu bestehlen. Ja, haha, doch geklappt. Okay, dann ist diese Option auch weg. Enzo, haben wir den auch beklaut? Hey du! Nö. Wie man jagt, ja, da könnte ich noch ein paar Sachen, glaube ich. Zeig mir, wie man jagt. In Erfahrung bringt. Klauen hacken und Zähne reißen, das mache ich jetzt. Klauen abzuhacken ist ganz einfach. Du greifst die Klaue direkt unten am Gelenk fest und drückst sie nach unten auf den Boden. Jetzt nimmst du das Messer und schneidest vorsichtig die Klaue ab. Ja, dann nehmen wir... Zeig mir, wie man jagt. Zähne reißen, ja. Zähne entfernst du am besten mit einem stabilen Messer. Ja, okay, danke. Und was gibt's noch? Zeig mir, wie... Ich kann dir nichts mehr...
Ja, ach so, sorry. Gut, okay, ich kann dir nichts mehr beibringen, da du alles schon gelernt hast von mir. Rafty, kannst du mir auch einen Umgang mit zwei Händen bringen, besser um schwer zu kämpfen, hilft mir stärker zu werden. Okay, der kann ja richtig gut was machen. Dandolo, bist du noch hier? Er ist doch da. Oh, richtig, da ist er. Hey, Dandolo, komm mit. Komm mit. Auf geht's. Moment. Da ich nicht genau weiß, wo es zu diesem Wachposten geht. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut. Wo wollen wir uns? Ja, am Wachposten bitte. Jäger der Lagerhöhle am Strand. Hä? Appelle, Brot? Steht hier gar nicht drin. So was Beklopptes aber auch. Okay. Dann kommen wir mit. Dann muss ich selber nochmal gucken, wo dieser Wachposten ist. Ich habe ja so eine schlechte Orientierung. Ich gehe da jetzt mit ihm mal hin. Boah, ich laufe ja direkt drauf zu. Vom Jägerlager, okay, geradeaus. Okay. Schon erledigt. Lolo? Yep, ist dabei. Dudel, ich muss ja noch ein Buch abgeben. Das heilige Buch. Mal gucken, wer hier alles da ist. Colvin, Martis, Tom, Harald, Marlene, Petra. Ich habe das heilige Buch, Petra. Ich habe dein heiliges Buch. Wie? Du hast mein Buch? Aber dann warst du doch in der Kapelle? Sieht wohl ganz danach aus. Hier, dein Buch. Ja, tatsächlich. Hab Dank dafür. In der Kapelle befand sich auch eine Flasche mit heiligem Wasser. Wenn sie noch da ist, kannst du sie gerne nehmen. Denn mehr kann ich dir leider nicht geben. Ja, das haben wir schon gesammelt, das heilige Wasser. Elena! Ja, hat die immer noch Angst? Und? Ich hab Angst. Ja. Ich kann dieses Wimmern nicht hören. Frauen und Gewimmer, das ist, geht gar nicht. Boris ist frei, Ferrell lebt. Ja. Ferrell lebt. Ich habe ihn in der Mine gefunden. Wie? Du hast Ferrell gefunden? Und er lebt? Ist das wirklich wahr? Ja, ich konnte ihn aus der Mine befreien. Er wird wohl bald wieder bei euch auftauchen. Ich kann es gar nicht fassen. Ferrell lebt. Ich danke dir. Wie war doch gleich dein Name? Ich heiße Roland. Gut, das werde ich dir nie vergessen, Roland. Ferrells Leben ist für uns unbezahlbar. Und ich müsste dir Millionen geben, um annähernd das gut zu machen, was du für uns getan hast. Darum kann das Wenige, was ich dir geben kann, nur symbolisch andeuten, was wir dir zu verdanken haben. Wow. Jetzt erstmal gucken, was die anderen noch zu sagen haben. Colvin, nichts mehr. Tom, auch nichts mehr. Harald, auch nichts mehr. Marlene, ja, ist klar. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Ja, dann kann ich ja Martis sagen, dass wir Chorus befreit haben. Was dann? Was passiert dann? Chorus ist frei. Ihr könnt wieder zurück in euer Dorf. Innos sei Dank. Aber sprichst du nur von den Orks im Dorf? Was ist mit den anderen, die auf der Insel sind? Ich sagte dir doch, dass Chorus frei ist. Und damit meine ich die ganze Insel. Da fällt uns aber allen jetzt ein gewaltiger Stein vom Herzen. Wir sind dir zu ganz großem Dank verpflichtet. Ich bin zwar jetzt ein ganz schlechter Geschäftsmann, aber was soll's. 5 Wasserfässer und 5 Proviantkisten stehen noch in oder um meinem Lagerhaus herum. Da du uns gegen die Orks geholfen hast, sollst du das alles umsonst von mir bekommen. Hier ist der Schlüssel. So, und nun werden wir endlich nach Hause gehen. Besuch uns doch mal, wenn du Lust hast. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Haha, sehr gut. Jetzt weiß ich auch genau, das und Haus Martis, war ja verschlossen. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens, gut. Mein Freund. Ja, und gut. Wie geht es dir? Oh, danke herrlich. Für die Nachfrage. Kann mich nicht beklagen. Na, das ist schön. Ja, dann gehen wir mal zurück wieder zu dieser Insel, zu diesem verschlossenen Lagerraum. Und Dandolo. Hey. Warte auf mich. Warte auf mich. Ich gehe. Gut. Ja. Wo wollen? Und zwar im Dorf. Ja, ich würde mal sagen, das ist das Dorf.
Warte auf mich im Dorf. Na gut, dann gehe ich mal los. Dann auf zum Dorf gesprintet, liebe Leute. Ja, wir haben es erreicht. Chorus ist frei, das Dorf auch. Und ja, jetzt geht es immer ganz schnell noch zu diesem Wachhaus. Oder besser gesagt zum Provianthaus. Und ja, das mit den Blumen, schade. Es gibt so viele Blumen. Ich hätte mir so eine schöne Quest gewünscht, wie ich einer hübschen, jungen Dame, die hier irgendwo lebt oder jetzt wieder leben soll, ach, so einen Blumenstrauß überreichen könnte. Ah, guck mal, da sind sie. Yes. So, Valine. Hallo, Valine. Ich wollte mal vorbeischauen. Das ist aber schön, dass du uns mal besuchst. Und? Alles in Ordnung? Ja, Roland, mir geht es gut. Und das haben wir alleine dir zu verdanken. Hier hast du etwas Eintopf, habe ich gerade fertig gemacht. Ich hoffe, dass er dir schmeckt. Ja, bei Valine muss ich immer irgendwie an Vaseline denken. Hallo Tom, ich wollte mal fragen, wie es so geht. Schön, dass du vorbeischaust, Roland. Uns geht es allen hervorragend. Ja, schön. Und daran hast du einen bedeutenden Anteil. Nie wird unsere Gemeinschaft vergessen, was du für uns getan hast. Tja, auch schön. Gucken wir mal gleich hier, Moment mal. Ja, schade, dass man die Sachen hier nicht einsammeln kann. Das sieht immer so üppig aus. Ah, Petra, mal fragen, wie es ihr geht. Hallo, wie geht es dir? Wie soll es mir schon gehen? Ich bin unsagbar glücklich. Sehr gut. Du hast meinen Sohn gerettet und uns von den Orks befreit. Das werden wir dir nie vergessen. Ja. Schön. Und Mathis? Warte mal. Und alles bestens, mein Freund. Ja, danke okay. Für die... Gut. Ehrlich. Ja, Mathis hat ja so eine abgeschlossene Geschichte. Ist hier jemand noch drin? Nein? Keiner? Das ist nämlich da hinten, das Häuschen. Colvin. Warte mal. Wie geht's dir? Und Colvin, was machen die Nerven? Die Nerven? Denen geht es schon viel besser. Aber nur, wenn ich täglich genügend von meiner Medizin nehme. Ja. So immer dauerbreit. Hey! Ah, Elena tanzt. Das ist auch mal schön, das mal zu sehen. Rundherum ums wilde Feuer. Oder wieder. Nee, wie ist das nochmal, das Lied von... Naja, ihr wisst schon. Hallo, Elena. Na, wie fühlst du dich? Ich kann lachen und tanzen und wieder meine Lieblingsblumen pflücken. Und was früher war, daran will ich gar nicht mehr denken. Okay, sie ist das mit den Blumen. Rundherum ums helle Feuer, rundherum im wilden Tanz. Ja. Und da ist dann Dolo und er wartet vor der Hütte. Wir können die hier aufschließen. Und verschlossene Kiste mit Proviant nehmen. Und hier jede Menge Sachen einsammeln. Und da gibt es ja auch noch eine Lustigtruhe. Käse, mein Gott, fett viel Käse hier. Wollen wir sich mal wieder ein Käsebrot schmieren? Ah, verschlossene Kiste mit Proviant. Die war auch davor. Die habe ich ja nicht aufgekriegt. Hier gibt es noch eine Strickleiter. Hallöchen. Das ist jetzt eine Überraschung. Noch eine Strickleiter. Muss ich noch irgendwo hinklettern? Fisch. Suppe. Mit Fisch. Herrlich. Ja, dann können wir eigentlich das Kapitel hier beenden. Und auch die Folge. Nachdem ich alles eingesammelt habe. Und dann geht's rüber zum Boot. Und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und möchte noch ganz gerne hier wissen, was in den Truhen ist. Ja, die üblichen Verdächtigen, ne? Oh, ein bisschen Bier. Ah, fürs leibliche Wohl ist gesorgt auf der Albatros. Mann, oh Mann, was viel Wasserfässer hier. Also, liebe Leute,
bedanke mich fürs Zusehen nochmal. Ich sage tschüss und goodbye. Schreibt einen Kommentar, einen Daumen. Und schauen wir mal nach irgendwelchen Meteoriten hier. Tschüss!